Ja, hallo Freunde und mit Sternkrieger willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, Octavian von Octas Gameplay hier in Star Wars The Old Republic. Und ja, wie wir beim letzten Mal geblieben sind, müssen wir jetzt die an Bord der Aurora. Wir haben jetzt mittlerweile einen neuen Feind, der heißt Killian Jarrow, ein Jedi-Meister. Ja, den müssen wir erstmal eliminieren und das werden wir jetzt machen. So, natürlich wieder Display wieder einschalten. Und wir setzen uns hier vorne auf den Captain-Stuhl. Und wir fliegen zu der Aurora. Ja, die Aurora ist da. Da müssen wir hin auf die Aurora. Okay, viel Spaß. Making the final approach on the Aurora's coordinates. ETA 2 minutes. Ja, haben wir auch den Codex-Eintrag, aber den. Oha, 2 Golds auf einmal. Das sah wohl komisch aus. Naja, tut mir leid, also solche Sachen da stecken. Wow, pretty impressive. Don't think they detected us yet. Let's see what I can pick up on their comms. Oh boy, the ship's on alert. They've captured an intruder. They're calling it an Imperial assassination attempt on the Jedi Master. So, Taro ist also inkompetent. Looks like there was a reason Blood always got others to do his dirty work. Makes you wonder how he got this. What the? We've been caught in a tractor beam. Attention, unidentified vessel. This is the Republic cruiser Aurora. You are in a restricted zone. Prepare to be brought aboard for a full inspection. If you offer any resistance, we will open fire. Well, what now? Wir machen, was die sagen. Sit tight and let them take us inside. Nothing wrong with playing it cool. We wouldn't stand a chance against a cruiser. Okay, Taro, we're coming for you. Ja, und wir sind jetzt mit dem Traktorstrahl reingezogen worden in der. Seeing you return to the ship always warms my circuits, Master. It reminds me. In den Hangar der Aurora. Na? Und wir. Ja, tut mir leid, dass der Droide dazwischen gequatscht hat, aber das macht er immer gern. So, und viel Spaß dabei. Wir gehen jetzt in die Aurora rein. Halt! You are under arrest. Lay down your weapons. Keine Chance. Better idea. You lie down and die. Open fire! Naja, sprechen ist ein bisschen dahergesagt, ne? Wir ihn ja töten müssen. Ja, oder wir hätten sowieso diesen Kampf eh nicht vermeiden können. Mal kurz. Stand by for examination and suggested products. Das verkaufen wir. Den Helm auch. Ja, so weit, so gut. Da haben wir alles. Ich werde mir mal wahrscheinlich diese Hose anziehen. Ja. Das verkaufen wir auch mal schnell. So. Und jetzt schnell. Oh, guckt euch mal das an. Also hier,
Dieser Bonus war früher, da musste man 70 Leute killen, ne? 70 von der Crew der Aurora killen. Jetzt nur noch 30. Ja. Wie einfach ist es geworden heutzutage? Muss ich ganz ehrlich sagen, also meinen letzten Bounty Hunter habe ich letztes Jahr gespielt, ne? Und da musste ich noch 70 Leute eliminieren, ne? Und jetzt guckt euch mal an, nur 30, das geht ja ratzfatz geht das. Zack. Ja, solche Sachen können wir jetzt uns sparen, ne? 30 Leute zu killen, ne? Das ist einfach. Ne, da geht es irgendwie nicht lange, dass so, als ob da eine unsichtbare Wand wäre. Den Typen hier zuerst. Ah, ruhig bleiben, ruhig. Unglaublich, 30 Leute, das haben die um die Hälfte dezimiert, ne? Also, hier hätte es nichts ausgemacht, 70 Leute zu killen, ne? Oh naja, lassen. Ich habe mich ja überraschen lassen, so. Einer von denen werden wir erstmal stilllegen, ne? Zack, tot. Ja, da haben wir schon fast die Hälfte durch. Hier ist ja wieder so ein Medi-Point, ne? Stand by for examination and suggested products. You are fit for duty. Return to your post. Ja. So, zack, tot. Ab zu den nächsten. My goodness, geht das aber leicht. So leicht ging es nie. Ganz ehrlich, so leicht ging es nie.
So, jetzt hier die. Da haben wir das auch geschafft. Jetzt sind wir hier. Und jetzt. Da sind noch welche Gefangene, die uns angreifen. Was ist denn das? Na gut, okay, dann haben wir die schon mal. So, you're still alive, huh? You might be worth killing after all. Hurry up and let me out of here, so we can settle this once and for all. Unless facing me as an equal frightens you. Ich bin nicht besonders beeindruckt. You're not my equal. You failed. So, you're a coward, is that it? Come on, surprise me. Open the door and face me like a warrior. Ich mag dich da, wo du bist. I think I'll leave you in there. I challenge you. I demand we settle this. It's what Song would have wanted. It's what Brayden would have wanted. Brayden would have wanted to see you just how you are. You don't deserve a warrior's death, scumbag. Let's leave him. Let him die when the ship is ripped to pieces. Klar, das machen wir. Wir lassen ihn hier verrotten. Works for me. No! You can't let me die like this! I'm Taro Blood, you worthless piece of filth! Mir doch egal, wer du bist. So long, Slimeball. Let me out, damn you! You can't do this to me! Du bleibst da, wo du bist. Du hast das gekriegt, was du verdient hast. Taro Blood. Ja. Und wir nähern uns wieder den nächsten. Aha. You all right? Zack, tot. Ja. Ja, Freunde, und das war's mit dieser Folge erstmal. Mit dem ersten Teil der Aurora. Wir machen in der nächsten Teil weiter. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich bin auch da mehr auf das Gameplay. Und wir sehen uns demnächst wieder bei dem nächsten Teil der Aurora. Bis dahin, Freunde, wünsche ich euch alles Gute. Ciao und möge die Macht mit euch sein.